Ein herzliches Hallo von mir an euch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Heute sind wir mit Felix unterwegs. Ich dachte mir, machen wir die Woche mal eine Jungsrunde. Ich weiß noch nicht, wen wir am Samstag spielen, aber da findet sich auch noch irgendein Herr. Boah. Mit Felix habe ich halt immer noch keine Selbstheilung. Und you know me, it's a chubby boy. Oh, it's a chubby boy. Und er bekommt mich auch. Uah! Ach, du Schittenkram, hier ist eine Tür, die er aufmachen kann. Und da ist das Fenster zu. Ah! Okay. Nubi! Also ich, nicht der Killer. Ich dachte, ich warte, bis er dort oben weg ist und dann steige ich zurück durchs Fenster und dann ist dort eine Tür. Sind alle hier. Der hat keinen Ruhe. Wow, Nancy. Wow. Passt auf, Leute, hier ist eine Falle, ne? Links. Wollen wir testen, aber ob die uns wehtun, wenn wir sie entschärfen? Nein, David! Och, du bist so ein Horst. Ich hab doch gerade noch gesagt, du bist eine Falle, Junge. David, du bist ein Anfänger, kann das sein? Aber, Nancy bleibt stehen. Der Killer ist echt nett. Er hätte jetzt locker zum Haken kommen können. Schutztreffer nehmen reicht nicht. Er kommt trotzdem nicht runter. Bevor ich mich jetzt hier verletzen lasse. Nancy ist drüben. Nancy kann retten. Scheiße, der kommt doch noch hinterher. Oh Mann. Lass mich doch. Habt ihr da gar nichts getan? Chubby Boy. Ich weiß jetzt, die Palette ist mir gerade egal. Ich bin halt auch so richtig dumm, ne? Leg die Pfeile mal ins hohe Gras. Das mache ich auch gerne als Chubby. Warum, Dwight? Schön mit deiner geliehenen Zeit, aber wir sind nicht im Endgame, wo man solche Situationen... Na gut. Wo waren jetzt hier ein Generator? Nirgendwo. Auch cool. Oh.
So. Wir sind erstmal wieder alle hochgeheilt. Wieso ist hier auf der Seite kein Generator? Nee, auf der Seite der Shack. Ist der hier am Holz? Komisch. Ist da drüben... Oder war ich einfach nur blind jetzt? Ich habe dort keinen Generator gesehen. Immer das unterm Haken halt. Der Killer ist doch noch in der Nähe, Leute. Ich sehe schon einen von euch in die Falle laufen. Wenn man es perfekt machen will, es dann in die Hose geht. Nein, nicht hier hinter. Hallo. Nein. Ist schlecht. Sag doch, es ist schlecht, Nancy. Der hat die gar nicht hier aufgestellt, der hat die hier genommen und am Fenster aufgestellt. Ich dachte, er hat sie hier wieder aufgespannt, die Falle. Ich weiß immer noch nicht, ob er Fallen hat, die einen verletzen, aber das gehen wir jetzt mal testen. Hat auf jeden Fall was dabei, dass es länger dauert. Jetzt hier rüber ist die Frage. Hat der Barbecue? Okay, ihr seid dort hinten, dann könnt ihr retten. Sag ich doch. Können wir jetzt eigentlich auch dort hinten am Hügel den Gen machen? Egal. Sitzt jetzt hier dran. No way! Ich wollte den in den Schrank. Es war zu spät. Thank you.
Toll. Er hat jetzt so viel Zeit, die Ausgänge zu trappen. Ja, gut. Er jagt gerade David, glaube ich. Ich mache auch auf den Ausgang. Umso weniger Zeit hat er, uns andere noch zu bekommen. Okay, ich warte, bis er hängt. Die Millisekunde haben wir noch. In den Ausgang geslidet. Es war keine richtige Teammate-Runde von mir. Ich habe mich irgendwie aus allem rausgehalten. Aber ich bin rausgekommen. Ist mir egal. Ich muss an mich denken. Ich muss überleben. Ja, ich muss raus. Und ich bin raus. Aber man sieht allein, sie hat halt schon, sie hat 4000 Punkte mehr gemacht. Also Nancy hat mehr geleistet diese Runde. Okay, egal, wir sind raus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns am Samstag mit irgendeinem anderen Herren. Mal gucken, wen wir spielen. Und bis dahin bleibt gesund und macht's gut. Bye, bye.